Ja, also Rente oder Kapital. Ich muss sagen, ich war in der Vergangenheit ein absoluter Rentenfan, weil ich sagte, okay, Rente ist gut, bei Rente fließt das Geld ganz langsam ab und für mich hat es nur Rente gegeben, immer mit Kapitaloptionen. Da habe ich gesagt, okay, da haben wir das einzige Wahre, da haben wir das einzige Richtige, da haben wir Rente, das Geld fließt langsam ab und wenn einer sofort zahlen muss oder sofort zahlen will, dann kann er einmal zahlen. Wir haben in letzter Zeit, habe ich mal gesagt, ich möchte jetzt beides gerechnet haben und habe dann selbst für mich festgestellt, wenn ich Rente und wenn ich Kapital rechne, in der Ausfinanzierung brauche ich beim Kapital 0,5% weniger. 0,5% durchschnittlich Ausfinanzierungszins weniger. Und nachdem der Ausfinanzierungszins ist, was für mich ein ganz wichtiges Punkt ist, macht es schon einen Unterschied, ob der jetzt bei 4,1 liegt oder bei 3,6 oder bei 3,6 oder 3,1. Weil es einfach der Zahl ist, weil ich sage, das ist das, was der Unternehmer letztendlich vorstellen muss, dass er die im Endeffekt auch verdient oder verdienen kann, irgendwo. Durch Tilgung konto kurrent, Bankdarlehen oder am Kapitalmarkt. Oder durch Wachstum oder im eigenen Unternehmen oder wie auch immer. Der muss einfach eine Vorstellung haben, mit dem Geld kann er das verdienen. Ich war vor kurzem selbst mal bei einem Unternehmer, der hat dann gesagt, ja, wo kann man heute noch mehr als 1% überhaupt kriegen? Oder wo kann man überhaupt noch 1% Zinsen erwirtschaften? Ja, mit dem kann ich schon noch versuchen, zwei Sätze das klarzulegen, aber wenn ich das Gefühl habe, nach den zwei Sätzen hat das immer noch nicht verstanden, dann war das wirklich der Falsche. Ich kann bloß sagen, du, Sie haben ja einmal ein Konto Kurrent aufgenommen für 8, 9 oder 10%, das hätten Sie ja gar nicht gemacht, wenn Sie halt sicher wären, dass Sie 10% erwirtschaften können. Sie haben ein Bankdarlehen genommen mit 4 oder 5%, das hätten Sie gar nicht gemacht. Was, wenn Sie das nicht erwirtschaften können? Und vor allem sage ich, ja, Sie haben ein Privatvermögen, wie legen Sie das an, was haben Sie denn da? Ja, privat. Privat mache ich natürlich Immobilien und privat habe ich natürlich das und da habe ich schon meine 5, 6% jedes Jahr. Dann sage ich, na, dann machen Sie halt im Unternehmen das Gleiche oder tilgen Sie ein Konto Kurrent, da haben Sie sogar noch mehr als 5, 6%, dann machen Sie das. Und wenn es einer an der Stelle nicht kapiert, dann ist er da nicht unternehmerisch denken, dann ist er der Falsche, das ist halt einfach so.